just can't take it. Sometimes I just can't take it, and it isn't right. I'm not gonna make it. And I think my shoes untied. I'm like a broken record. I'm like a broken record, and I'm not playing right. Just in the cold, now you kill me. Till you tell me all you have on the floor. Total abgefahren. Das sollte doch genau so sein. Genau. Higher Power hat uns hier zusammengeführt. Ne? Peter, du bist nachgerutscht, nachdem Perry leider krank ausgeschieden ist. Aber es war eh schon knapp. Und eigentlich solltest du eh die ganze Zeit hier sein. Deswegen danke an die Higher Power, dass du da bist. Johannes, ein super gute Laune-Song. Absolut. Ich kannte die Story von Peter, weil ich traf Peter kurz danach, als er rausgeflogen ist. Er hatte sich gerade noch ein Bier aufgemacht und wollte vom Hof reiten. Und jetzt stehst du wieder hier. Also ich war selber auch überrascht, dass du hier bist. Und ihr wart alle super stark. Ich finde, die stärksten Stellen waren aber bei dir, Charlene. Du hast natürlich auch ein paar Spots gehabt, die besonders herausgearbeitet wurden. Aber ich habe auch bei euch eine Chemie gespürt. Und das hat Spaß gemacht, sich anzuschauen. Ich fand es sehr, sehr schön von euch allen dreien. Echt powerful. Natürlich, wenn man die Geschichte kennt von euch beiden, das habe ich nicht vergessen und fand es sehr, sehr schön. Hat mich sehr berührt. Würde euch gerne noch öfter sehen. Also leicht kann man sagen, dass bei euch, Daniel und Florian, die englische Aussprache ein bisschen besser ist und dass man deswegen vielleicht den Song ein bisschen mehr fühlt. Aber ehrlich gesagt, ich fand bei dir, Peter, wie du geactet hast und wie du hier vorne warst und so und uns auch entertained hast, hat schon viel dazu beigetragen, dass wir alle mehr gefühlt haben. Und deswegen muss ich sagen, vielleicht würde ich noch ein bisschen eher sogar noch zu Peter tendieren. So viel Lob. Man hat schon gemerkt, dass du es jetzt besonders wissen wolltest. Ne? Wie hat er sich jetzt hier gemacht? Ja, also ich habe dich wirklich aus dem Kalten angerufen, dich überrascht. Und du wohnst auch noch am Arsch der Heide. Und dann habe ich gesagt, jetzt steig in den Zug und komm hierher oder steig ins Auto oder aufs Pferd oder wo auch immer drauf. Und du warst sofort am Start und hattest total Lust, das hier anzunehmen und dich hier auf die Bühne zu stellen. Und
Klingt jetzt blöd, aber es war wirklich auch knapp. So ein großer Teil von mir hat sich auch gefreut, dass du hier bist, weil du es einfach verdient hast. Und weil du ein besonderer Typ bist und ein besonderer Sänger. Und das ist gut, dass du wieder da bist, Mann. Richtig gut. Tja, aber das macht es für dich ja jetzt auch nicht besonders leichter, ne? Ja. Wer geht mit in die Sing-Offs? Ihr konntet alle strahlen, Peter. Das war ein riesen fetter Auftritt. Das war sehr, 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 sehr gut. Charlene, du hast gezeigt, dass du nicht im Schatten stehst von Flo, sondern dass du eine großartige Sängerin bist. Flo hat wie so ein Kleber den ganzen Laden zusammengehalten und hat die Momente, die du zum Abledern hättest, abgegeben und hast aber die schwierigen Parts übernommen. Und das ist eigentlich das Größte, sich auf die Bühne zu stellen und sich in den Dienst von dem Auftritt zu schmeißen. Mit Charlene und Flo, einfach weil ihr als Konzept für mich besser funktioniert. Und ich glaube, es ist okay. Charlene, Flo, ihr seid in den Sing-Offs. Herzlichen Glückwunsch.